So, ich habe mich doch mal entschlossen, doch weiterzumachen. Das gibt's doch gar nicht. Wie blöd bin ich eigentlich? Runter. Kutsche. Fahren. So, da muss man zur nächsten Brücke kommen. Karte. Ziel anvisieren. Aussteigen. Aussteigen! Hoch, 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 hoch. Das will die immer auf den Zug drauf. Die ist so geil darauf, auf den Zug zu kommen. Runter. Weiter. Weiter. Das war's schon. War's das? Das hab ich nicht geschafft. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte. Ich hatte da vollkommen falsch gedacht. Ich mach mal die Küchentür zu. Küchentür geht zu, geht zu, geht zu, geht zu. Da hat das ja auch auf der Karte angezeigt. Meine Güte. Ich war jetzt völlig auf dem falschen Dampfer. Ich hatte das Kutschenrennen zum Bahnhof noch im Gedächtnis. Und hab jetzt vermutet, man müsste jetzt bis zum Bahnhof. Ich weiß auch nicht, warum ich da so verdreht gedacht habe. Da fehle ich da zwei Videos lang und dann mache ich das in 2 Minuten hier. Meine Güte, weil das so episch war. Und ich so doof. 5. Danke für Ihr Feedback. Das gibt's doch gar nicht. Oh Mann. Jetzt geht's aber los hier. Steige ich mal auf den Zug drauf. Das klappt auch nicht auf Anhieb. Immer noch nicht. Waren da nicht Leute auf dem Zug? Kommt doch mal auf den Zug drauf hier. Ach. Ja, eigentlich wollte ich die ja vom Zug runterschmeißen. Oh Mann. Das könnte ich jetzt natürlich nicht machen, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Hallo? Auf den Zug, auf den Zug, auf den Zug. Auf den Zug, auf den Zug, auf den Zug. Hallo? Och, das ist doch öde. Klar, dass da hier die Ramazamba-Musik kommt. So, und jetzt mal hier ein bisschen warten. Den hätte ich zwar mit einem Skill-Move da platt machen können. X. Tritt den da runter. Das sind übrigens diese Sachen hier. Das gibt ja diese Trophäe. Für 50 Gegner vom Zug schmeißen. 3. Das müsste man jetzt halt 50 Mal machen. Die Gegner vom Zug runtertreten. Ich befürchte allerdings, es gibt hier nicht genug Gegner. Das war ja jetzt eigentlich. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen hier. Dass ich jetzt sage, Agro, ich spiele das Spiel nie wieder im Leben. Ich habe das nicht geschafft. Das ist alles so schrecklich. Das geht ja gar nicht. Ich meine, man kann ja sagen, gut, das Let's Play ist hiermit beendet. Ach, das ist auch blöd. Ich versuche das mit dem Runterschmeißen, versuche ich nicht. Vielleicht geht das auch so. Obwohl, das hieß ja wahrscheinlich nicht hier, das hier. Zack, runtergeschmissen. Oh, da hat ein erfrischendes Bad. Ich spiele gerade so Schachpartien. Und komme vor, nach diesen beiden Parts, als hätte ich Steine geschleppt. Jetzt habe ich die Partien zwar gewonnen, diese Blitzpartien hier. Aber auch nur, weil die Gegner total doof waren. Ich habe nicht gewonnen, weil ich so gut war. In der einen Partie lässt der Gegner sich einzügig matt sitzen in der gewonnenen Stellung. Als ob er sich denkt,
Macht ist überbewertet. Figuren fressen, Figuren fressen, Figuren fressen. Figuren fressen to the win. Der übliche Fehler. Ich schlag, du schlägst. In der nächsten Partie habe ich 3 Bauern weniger. Und der Gegner macht auch so eine super Partie. Der meint, der Gegner müsste hier einen Läufer schlagen. Und übersieht dann ganz, dass ich einen Schach gebe mit der Dame und danach, egal wo der König hinzieht, F8, H8 ist matt. Weil da noch eine Figur stand, die die G7 gedeckt hat. Ich kam mir vor, als wäre ich total gerädert. Was hast du gemacht? Da habe ich mir gesagt, hast du Steine geschleppt? Und da habe ich mir gesagt, jetzt guckst du dir das mal auf im Video an. Wie soll das denn gehen? Kannst du hier nicht so ein Let's Play machen? Und dann sagst du, ich schaff das nicht, wein, flen. Und dann ist das so simpel. Vielleicht war das Simple gerade das Schwere. Ich hätte einfach auf die Karte gehen sollen. Dann hätte ich ja die Linie gesehen. Bis zu dieser Brücke, diese kurze Linie. Und dann auf den Zug drauf und dann entkoppeln. Entkoppeln, das konnte ich mir schon denken, dass man das einfach machen muss. Und weil der Waggon ist natürlich entkoppelt, war ist er. Also verstanden hätte ich es eher, wenn ich. Ich habe den wohl einen zu früh entkoppelt. Das Programm hat dann gedacht, bist du mal gnädig mit dem doofen Thomas. Sonst wäre das wohl eher gewesen, dass sie alle noch im Zug sitzen hier. Ich hätte wohl hier entkoppeln müssen, aber der hat ja glaube ich gezeigt, diesen Punkt. Es wäre wohl logischer gewesen, das direkt hier hinter zu entkoppeln, je nachdem, wo das Dynamit gewesen ist. Das erinnert mich auch an was hier, wie die jetzt alle im Zug noch sitzen. Da bin ich mal mit dem Zug, jetzt steigt sie wieder aufs Dach, jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt. Da bin ich mit dem Zug von Dortmund nach Kastrop gefahren. Da ist der Zug auch einfach stehen geblieben. Ich weiß gar nicht mal, aus welchem Grund das war. Auf jeden Fall, da hat auch keiner einem was gesagt. So 10 Meter vom Bahnhof. Und dann sind wir einfach ausgestiegen. Da waren eh schon, wo man da langlaufen konnte. Oder mit dem Bus. Wo ich mal nach Datteln gefahren bin mit dem Bus. Das ist auch schon Ewigkeiten her. War hier das Dynamit drin? Wäre doch logischer gewesen, wenn man ganz da vorne gemusst hätte. Da war das Programm wohl gnädig mit mir. Seien Sie gnädig mit dem Thomas, Sie wissen doch, dass da nichts kann. Und da ist der Bus am Datteln Busbahnhof, ist der Bus einfach stehen geblieben. Ich musste eh nur noch, da habe ich noch in Datteln gewohnt, da musste ich eh nur noch 2 Haltestellen fahren. Und anstatt, dass der Busfahrer den Leuten dann sagt, ja, es tut mir wirklich leid, der Bus hat eine Panne. Das könnte noch etwas dauern. Ich weiß, das kann das aber nicht garantieren. Ich weiß ja nicht genau, wie lange das dauert. Wenn sie das nicht mehr weit haben, dann können sie ja, keine Ahnung, umsteigen, aussteigen, den Rest zu Fuß gehen, wenn es nicht weit ist. Die haben nichts gesagt. Die haben die Leute da doof drin sitzen lassen. Ich glaube, da habe ich den Busfahrer gefragt, wie lange das wohl noch dauert. Da meinte er, das wird noch einige Zeit dauern. Und dann bin ich die 2 Haltestellen dann zu Fuß gelaufen. Ich muss mal ein bisschen Spaß hier haben. Die erste, das hat mich jetzt so gestresst. Da muss man hier. Gehst mal runter. Da muss man den Stress auf die Leute übertragen. Ihr braucht nicht irgendwo hinfahren. Auf Wiedersehen. Mal gucken, was die Leute sagen, wenn ab und zu der Zug ankommt. Der Zugführer merkt nichts. Oder hat er doch was gemerkt? Da müsst ihr euch doch eigentlich wundern, wo die alle geblieben, wo die Waggons geblieben sind. Oh, alles egal. Was will der auch machen? Wo sind die Waggons geblieben? Wo sind die Waggons nur hin? Hallo, Herr Zugführer. Erklären Sie mir mal, wie mein Zug fährt. Dann mache ich das auch. Der Zug nach Recklinghausen hat seine Waggons verloren. Warten Sie auf den nächsten Zug oder gehen Sie da hinten hin. Der Zug wird dank dieser Assassinenlinie 5 Stunden Verspätung haben. Verdammter Mist. Gucken, was jetzt passiert. Jetzt stellt sich der Zug hier hin.
Das ist ja... Ich wollte wirklich zu dem anderen Bahnhof hinfahren. Wie doof war das? Die Aufgabe hieß ja, man soll den Zug aufhalten. Ich habe jetzt gedacht, man müsste... Wohl, das war es ja, irgendwo auf den Zug aufsteigen. Aber ich wollte wohl woanders aufsteigen. Oder von Dach zu Dach springen. Das ist so, als würde man eine Aufgabe bekommen. Lösen Sie die Aufgabe 9x9 oder 10x9. Jetzt sagt man nicht 10x99. Jetzt sagt man, ja, 9 plus 9 ist ja 18. Plus 9, das ist ja 3x, das ist ja 27. Und plus 9 ist 36, das wäre ja 4x. Dann macht man es so lange, bis man auf 10x kommt. Oh, 90. Der Zug ist weg, der Zug ist weg. Jetzt kann man wieder einsteigen. Achtung, neue Neuigkeiten. Blöde Assassine. Entkoppelzug. Achtung, Neuigkeiten. Ist eigentlich eine Kiste in der Nähe? Das konnte ich ja wirklich nicht machen, indem ich jetzt sage, ich hab das nicht. Dann ist das so easy peasy. Wie blamabel das gewesen ist. Hätten Sie das angesehen, das Video? Dann kommt da wirklich kein Video mehr danach. Ich schaff das nicht. Wein, wein, flen, flen. Hier werden keine Videos mehr folgen. Ich bin jetzt total beleidigt. Das ist bestimmt total super schwer. Da muss ich garantiert zu dem Bahnhof hinfahren und am Bahnhof diesen Zug aufhalten. Das geht ja nicht. Das können Sie nicht machen, Herr Lipowski. Kiste, ene, Mister. Was haben Sie denn gemacht, Herr Lipowski? Sie sehen so erschöpft aus. Ich habe ein Level in Assassin's Creed Syndicate gespielt. Ein Victoria-Level. Queen Victoria-Level, den zweiten. Das war so stressig. Da war ich, bin ich jetzt total K.O. Wie haben Sie das denn gemacht? Tja, ich wollte so einer weißen Linie folgen. Die nahm einfach kein Ende. Da habe ich mein Gehirn ausgeschaltet. Immer nur Linie folgen. Das ist wohl wie bei den Frauen, wenn die einkaufen gehen. Schuhe kaufen. Ah, hier. Ich möchte den Frauen natürlich nicht zu nahe treten. Damen dürfen sich Schuhe kaufen, Frauen. Na. Dafür gehen wir an den Elektronikfachmarkt und tun uns... Da denken die Frauen wahrscheinlich auch, sind die doof. Man geht in den Elektronikfachmarkt, holt sich für 69 Euro. Ja, hier habe ich ja nur 59. Für 59 Euro, was heißt nur? Für 59 Euro Assassin's Creed Syndicate. Dann sagen die sich wie Frauen aus. Bist du eigentlich doof? Das ist ein Spiel. Dann bist du nichts. Ich kaufe lieber Schuhe für 200 Euro. Ich weiß gar nicht, was Schuhe kosten. Die kosten auch bestimmt auch so 100 Euro, schätze ich schon. Wenn sie Frauen Schuhe kaufen. Ein paar. Aber so hat eben jeder das Seine. Vielleicht demnächst werde ich mal hier wieder einen Film gucken. Mad Max habe ich hier noch liegen. Die Blu-ray. Nach dem fantastischen Jupiter Ascending kannst du dann nur noch aufwärts gehen. Der ja wirklich gut gemacht hat. Die Tricks waren wirklich gut. Auch diese Roboter tricktechnisch. Die sahen ja richtig gut aus. Das war tricktechnisch, war das fantastisch. Nur das Drehbuch, das war wie vom Sechsjährigen geschrieben. Da hat er seinem sechsjährigen Sohn gesagt, ich schreibe mal ein episches Drehbuch. Dann sagt er, da muss eine Prinzessin her. Die muss alle retten. Wen denn alle? Das ganze Universum. Dann strickt er sich da die Story zusammen. Das natürlich hier, die ganzen Planeten, die sind hier zwecks Aberntung besiedelt worden. Dann werden die immer abgeerntet. Dann von ihrem Superspace werden dann 100 Leute verflüssigt. Das gibt dann eine Pulle Superspace. Naja, mir war es zu blöd. Vielleicht machen die ja wirklich noch einen Teil. Dann müssen die aber wirklich an der Story kurbeln. Wenn die dann noch einen Teil von machen wollen, diese Wachowski-Brüder. Matrix war ja gut, aber die haben wohl versucht, so eine Art Weltraum-Matrix zu machen, als ob die nichts anderes machen können. Die hätten wirklich an der Story drehen müssen. Das hätte sich einer mal durchlesen müssen. Dann hätte der den ernsthaft gesagt, wenn er mal die Wahrheit gesagt hätte. Wisst ihr was, die Story ist so total durchgeknallt. Schreibt das doch mal um. Dann diese genetisch veränderten Leute da. Ich bin halb Wolf, halb Mensch. Ich liebe Hunde. Was ist das, so eine Art? Elias Agentin war was anderes. Jetzt finde ich die, habe ich die auch irgendwo im Karton stehen, die Staffelboxen davon. Dark Angel oder wie das hieß. Ich sag mal Tschüss und bis zum nächsten Video. Jetzt habe ich es ja nachgeholt. Die Zeit ist beendet. Danke fürs Zuschauen.